Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Commentary hier auf meinem Kanal. Was willst du auf meinem Stuhl? Verpiss dich von meinem Mikrofon. Moin Leute, Chris hier und willkommen zu einem neuen Commentary auf meinem Kanal, Jungs. Fragt mich nicht, was das mit der Einleitung auf sich hat. Ich habe mir einfach gedacht, komm, ich mach mal ein bisschen was anderes, anstatt immer nur mein Standard-Intro-Spruch. Und mir ist das so eingefallen und dachte ich mir, komm, das hau ich jetzt einfach mal raus, sowas. Ich fand das irgendwie ganz lustig und ich hoffe, ihr fandet das auch witzig. Und so gut, im Hintergrund seht ihr eine Triple Nuclear Fail. Die wahrscheinlich unfairste Triple Nuclear Fail, die man jemals auf YouTube gesehen hat und ihr auch sehen werdet wahrscheinlich. Hier die Brutal war da vorhin schon. Ich habe die erste Nuklear gemacht und dann zweimal den Fail. Ich werde, wenn ich da sterbe, euch immer darauf hinweisen. Das kann man gar nicht übersehen, was da passiert ist. Es war einfach sowas von krank, komisch. Und gut, Triple Nuclear Fail mit der AN94 in der Drachentarnung, falls es jemanden interessiert. Und hier die Nuclear erreicht. 100 plus, Nanüchel war auch noch dabei. Ich glaube, Abschusskette zum Schluss auch noch. Also eigentlich hat alles gepasst, außer die zwei Tode, die waren einfach so unfair und minderwertig, Mann. Ey, ich komme immer noch nicht drauf klar, wie ich da sterben konnte. Und gut, so, mit der AN94 Multiteam-Stellung, Slam ist ganz normal, habe ich ja schon alles erzählt. Und ihr seid ja gewohnt von mir, dass ich mir nicht immer irgendwelche Themen für ein Commentary vorbereite. Und zwar, dass ich einfach immer drauf losrede. Und gut, warum bringe ich eigentlich so so unregelmäßig Videos, könnte ich euch eigentlich mal erzählen, weil da werde ich auch oft drauf angeschrieben und ich bekomme auch relativ oft sogar D-Abonnenten, weil ich halt so unregelmäßig Videos hochlade. Ich hätte jetzt glaube ich schon locker die 400, wenn mich nicht so oft D-abonniert werde. An die 375 glaube ich sind jetzt die immer noch da sind, man. Props an euch, man. Freut mich aber richtig, dass ich so viele treue Abonnenten habe. Und jetzt kommt die Szene, Jungs. Schaut sie einfach an. Jetzt hier, bam, bam, 27er Streak und... Nein, 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 nein! Genau. Hat mich einfach so gefreut in der Szene, Mann. Ich verstehe nicht, wie sowas einfach passieren kann, dass meine PS3 da einfach hängen bleibt. Natürlich in so einer Traumlobby kurz vor Nuclear. Und gut. Ja, juckt meine PS3 halt einfach nicht, dass ich da triple. Hey, mir fällt gerade auf, ich hab 4 Minuten Zeit gehabt, um den Nuklear zu machen am Anfang. Ich hätte sogar die Quad machen können oder so. Alter, wie behindert ich einfach bin, Mann. Egal, Jungs. So gut. Die Szene einfach, und es kommt danach noch eine geilere Szene. Sie ist eigentlich genauso ätzend, aber da konnte die PS3 nichts dafür, sondern ja, eigentlich der Gegner, weil. Gut, egal, lass dich einfach überraschen, was zum Schluss noch passiert. Über was habe ich jetzt denn gerade am Anfang geredet? Ich weiß es gerade nicht mehr, Jungs. Ich habe gerade ernsthaft die Aufnahme gestoppt und mir das alte kurz angehört, über was ich geredet habe. Also läuft bei mir, Jungs. Und jetzt weiß ich wieder, warum ich so unregelmäßig Videos hochlade. Das hat einfach den Grund, dass ich halt nicht so viel Zeit habe und auch nicht immer halt so viel Motivation habe, irgendwas hochzuladen. Das muss ich ganz ehrlich jetzt mal zugeben. Weil ich halt meistens FIFA spiele oder irgendwas anderes dann mache. Und ja gut, das ist eigentlich wegen dem, aber wenn ich ein Commentary mache, dann mache ich es halt einfach auch nur aus dem Grund, weil ich halt richtig Bock gerade habe auf einen Commentary und überhaupt auf ein Video. Und gut, Jungs, das Gameplay ist jetzt in 15 Sekunden oder so vorbei. Nee, geht noch mehr. 30 Sekunden oder so. Die Szene kommt jetzt dann hier gleich und ich habe es dann noch aus der Sicht von dem Gegner abgefilmt und jetzt kommt's, Jungs, hier beide mit einem schönen Sidejump weggeholt, bam. Er drückt mir einfach den Panic Knife und jetzt kommt die Szene aus seiner Sicht. Zack. Er gönnt sich einfach, Jungs. Ich habe mich da so aufgeregt in der Szene, ich verstehe einfach nicht, ich würde so einen Panic Knife einfach nie in meinem Leben treffen, Mann. Hier einfach nochmal kurz die Szene, Jungs. Gut. Hey. Naja, Mann. So, ich hoffe, euch hat das Commentary mal wieder gefallen. Ich war natürlich wieder ein bisschen verplant, so wie immer. Ihr kennt es ja von mir. Und so, ja, dann würde ich mich natürlich mal wieder über eine Bewertung freuen, auch über das Gameplay, weil ich denke, man kann das schon als recht gutes Gameplay bezeichnen. Und ja, dann viel Spaß mit eurem restlichen Tag, keine Ahnung. Egal, Jungs, haut's einfach rein, Mann. Tschüss.